So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Shine. Ja, ich habe mal wieder Zeit gefunden, hier mal wieder aufzunehmen. Ich wollte eigentlich schon letztes Mal aufnehmen, aber da war wohl ein kleiner Wartungstag auf dem Server. Und ja, da hat es sich gar nicht gelohnt aufzunehmen, weil man ständig einen Disconnect hatte. Aber jetzt machen wir weiter hier. Gut, zuerst mal, ich habe das jetzt eine Weile nicht aufgenommen. Das hat nichts damit zu tun, dass mir das der Privatserver nicht gefällt. Ganz im Gegenteil, ich finde den richtig cool. Also es macht richtig Spaß, hier drauf zu spielen. Ich habe jetzt auch einen anderen Charakter angefangen, der jetzt auch gecapped ist, endlich, nach einer Weile. Und ja, jetzt machen wir mal hier unseren kleinen Krieger Lighting SP weiter. Weil den wollen wir ja auch mal hochleveln. Der soll ja nicht ewig hier auf 22 rumlungern. Gut, wir fangen an mit Skills. Wie ihr seht, haben wir absolut gar keine Skills mehr. Das hat damit zu tun, dass hier durch verschiedene neue Patches und Serverwartungen und ja, die Skills zurückgesetzt wurden. Und die müssen wir uns jetzt alle wieder neu einkaufen. Das machen wir natürlich gleich, damit wir hier auch richtig loslegen können. Gut, wir stapeln, wir stacken das jetzt alles erstmal hier, damit wir wieder mehr Platz im Inventar haben. Eigentlich könnten wir das ganze Zeug eh verkaufen. Machen wir mal zack, 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 zack. So, den Rest heben wir mal auf. Gut, hier können wir eigentlich, glaube ich, noch gar nichts groß holen. Das können wir holen. Den und das müsste es gewesen sein. Hier haben wir den und den. Und den. Gut, und jetzt porten wir uns schnell nach Rumen. Hat sich auch einiges verändert im Vergleich zu den letzten Parts. Hier, ja, sieht's komplett anders aus. Ein neues Rumen. Und lauter tolle NPCs, die wir uns jetzt mal anschauen werden. Da ist ein Shop. Einfach so aus Interesse schaue ich da jetzt mal rein. Aber... Ui. Aber nein. Oder? Was war denn da alles drin? Nein. Gut, wir gehen weiter. Wir halten uns hier nicht lange auf. Ich will Skills kaufen. Das brauchen wir jetzt erstes Mal. Aber vorher... Nee, ich werde jetzt erstmal Skills kaufen. Der Skillhändler da oben. Gut, da laufen wir jetzt erstmal ganz ruhig hin. Wir haben ja Zeit. Also ich habe jetzt zumindest Zeit in dieser Aufnahmerunde. Mal schauen, wie lange ich jetzt aufnehmen werde. Es kann sein, dass immer in ja verschiedenen Abständen mal keine Parts kommen. Aber das liegt dann an der Zeit. Gut. Wie sieht's denn mit Steinen aus? Können wir uns eigentlich auch mal wieder welche kaufen? Zack, zack. Und hier haben wir sie auch schon. Die gute Ruby. Wir kaufen jetzt hier einfach mal alle Skills. Also hier geht's bis unter 20. Und da wir ja schon über 20 sind, können wir hier alles schön einkaufen. Gut, dann lernen wir das mal alles. Zack, 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 zack. Dann drücken wir auf K und machen die ganzen Skills hier unten rein. Wo haben wir den? Den haben wir da. Die tausche ich immer gerne. So, dann haben wir das hier. Und wir haben den hier. Aber ich werde hier noch eine zweite Reihe hinmachen. Denn die zweite Reihe brauche ich. So. Das haben wir jetzt alle. Gut, jetzt haben wir alles drin. Gut, was ich euch jetzt zeigen werde, ist, ich werde euch nochmal zeigen, wie man hier Geld macht. Das habe ich aber beim letzten Mal nicht richtig hingekriegt. Und es gibt auch eine schnellere Möglichkeit, als die herzustellen. Power Hit. Na? Hör auf zu laggen, Spiel! Lauf, wie ich es will! Gut, dann gehen wir hier in Rumen zu... Pay. Die gar nicht wie Pay aussieht, aber was soll's. Der Wille zählt. So.
Gut, hier kaufen wir uns Blub Elruhe T1. Wir haben jetzt 3 Gold, 100 Silber ungefähr. Wir kaufen jetzt mal hier die ganzen Dinger. So. Und dann verkaufen wir alles wieder. Und schon haben wir fast 6 Gold. Also wie ihr seht, lohnt sich das ziemlich. Und so geht es auch schneller, als die Dinger erst herzustellen. Jetzt haben wir auch gleich... Ja, wir haben schon 10 Gold jetzt. Wunderbar. So muss das doch laufen. Und so kann man sich ganz schnell hier sein Vermögen zusammenbauen. Zack, 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 so. Und die 19 Gold reichen jetzt einfach mal, würde ich sagen. Was wir uns jetzt noch kaufen werden, ist Booster. Wir kaufen mal 3. Erstmal. Und wir kaufen uns Amus. Amunub. Ja, ja. So, und das war's erstmal. Jetzt werden wir uns hier noch Ding kaufen. Klamotten, damit wir hier nicht so Noob-Style-mäßig unterwegs sind. Was nehmen wir uns denn? Was nehmen wir uns denn? So viel Auswahl. So viel Auswahl! Wir nehmen uns hier dieses epische Panda-Outfit. Soll ich es nehmen? Soll ich es nehmen? Ich weiß es nicht. Ach komm, wir nehmen es uns einfach mal. Es sieht lustig aus. So, gut, dann haben wir das mal. Das ziehen wir gleich mal an. Pup, Panda. Richtig episch. Oh mein Gott. Gut, dann kaufen wir uns noch den hier. Also das bringt alles hier, wie ihr seht, prozentual Schaden dazu. Und so weiter. Und Crit wird natürlich auch erhöht. Gut, wir kaufen uns noch die Nerdbrille. Und ein Hut brauchen wir noch. Ich würde gerne wissen, ob es hier so eine, auch so eine Panda-Mütze gibt. Roter Panda-Hut. Ein roter Panda-Hut? Sollen wir uns den mal kaufen? Komm, wir kaufen den mal. Zack. So, dann ziehen wir den ganzen Scheiß mal an. Zack und zack und zack. Okay. Okay. Gut. Wunderbar. Dann ziehen wir mal das Pet hier an, was uns episch viel HP bringt. Hier werden wir uns nichts kaufen. Aber. Wir werden uns, was wollte ich denn? Hier wollte ich doch. Hier kann man sich so Transformationen kaufen. Was man ungefähr mit den Reittieren vergleichen kann. Nur sind sie um einiges schneller. Und ich möchte... Ach, die kosten 10 Gold. Gut, dann nehmen wir doch ein Reittier. Und ich habe den Waschbär nicht mehr. Heißt, wir kaufen uns ein neues Reittier. Und ich weiß auch schon, was für eins. Das finde ich voll toll. Und zwar... den Otter. Den nehmen wir. Legen wir uns gleich mal hier unten rein. Die Skills können wir mal da zur Seite schieben. Den da rein. So. Gut. Was machen wir noch? Habe ich euch noch irgendwas zu zeigen? Die Punkte können wir mal hier noch auf STR setzen. Damit wir mehr Damage machen. Und jetzt bewegen wir uns mal ganz flott. Warum haben wir keine Schuhe? Egal. Wir gehen nach Eldarine. So. Gut, dann benutzen wir gleich mal unseren frisch eingekauften Otter. Was? Ach, wir haben keinen Reitskill. Müssen wir jetzt noch kaufen? Gehen. Ganz schnell. Und das machen wir jetzt auch. Lalalala. Dazu müssen wir nicht mal zu unserem Lehrer gehen. Soweit ich weiß.
Das müsste auch mit so einem anderen... Hier zum Beispiel mit dem Jägerhändler. Da müsste man den Skill eigentlich auch kaufen können. Weil der Reitskill ist unter den Alchemie-Sachen, also unter den Berufen. Hier, Reitskill. Wunderbar. Den lernen wir natürlich gleich. Und dann können wir auch gleich hier... Blob. Den Otter nehmen. Und den finde ich richtig geil. Den schieben wir mal aber hier zur Seite, weil ich das nicht mitten im Bild haben will. Gut, dann hauen wir uns mal noch den Booster rein und die Ammos. Zack, Ammo-Noob. So. Moonlight Tom. Lade schneller. So, und hier machen wir jetzt weiter mit Leveln. Damit wir mal vorankommen. So, du, komm mal her, du. Zack, zack. Also Skill 사용할 수 없습니다. Och, was ist das denn? Ach, das ist diese komische Stimme, wo kommt, wenn der Skill noch nicht bereit ist. Oh Gott, töte ihn. Töte ihn. Zack. Level up. So, ab hier geht's jetzt eigentlich relativ schnell, so Richtung 30. Skill 사용할 수 없습니다. Wow, und das regt mich aber auf hier. Das muss ich irgendwie ausschalten. Also Skill 사용할 수 없습니다. Zack, Level up. Gut, und jetzt werde ich mal schauen, wie wir das ausmachen. Ich glaube aber nicht mit dem hier. Ich glaube mit dem hier. So. Hier, Fledermaus, komm her. Komm her, du Sau. Ja, und jetzt hören wir ihn auch schon nicht mehr labern. So ist es doch schon besser. Zack. Und die nächste Spinne, wie ihr seht, sind unser, ja, unser XP-Balken komplett voll. Da kommt man gar nicht mit dem Levelaufstieg hinterher, so schnell sind wir hier. Und ich habe vergessen, Vita zu kaufen. Vitalität! Was wir als DD natürlich unbedingt brauchen, weil sich dadurch unser Schaden um einiges erhöht. Natürlich jetzt im Low-Level ist das noch nicht so entscheidend. Na komm, töte ihn doch. Level up! Und weiter geht's mit den Imps. Zack, zack, zack. La 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 la. La 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 la. Komm schon. Panda tötet dich. Na? Bam. Weggekrittet. Die Fledermaus hängt. Komm schon, klopf weiter drauf. Ich brauche mehr Skills. Das ist mir viel zu scheiße. Level up. Weiter geht's. Ich hoffe, dass ich hier nicht vergiftet werde, weil ich mag kein Gift. Ich mag es nicht so, wenn man mich vergiftet. So, komm schon. Komm schon. Stirb, du Sau! Und die nächste Spinne. Das machen wir so lange, bis wir hier kein Level Up mehr bekommen. Und dann gehen wir woanders hin. Zack. Und wieder ab zur nächsten. Wir sind schon Level 30. So schnell kann's gehen. Erstmal wieder einen Schluck trinken. Zack. Imps. Wilder Imp. Komm her. Nee, Wild Imp. Natürlich, wir sind ja hier auf Englisch. Oh mein Gott. Eine Eis-Vivi greift mich an. Ja, aber mit den HP wird die nicht so ein großes Problem darstellen. Hoffe ich einfach mal. Ich hoffe es einfach so. Weil ich es kann. So. Wir sind schon 33. Lalalalalala. Also, hier auf dem Server kommt man am besten voran, wenn man einfach nur Mobs grindet. Die Quests kann man gekonnt ignorieren. Außer natürlich die Level-Up-Quests. Wir haben zwei Puschelschwänze hinten am Rücken. Ja, die Quests kann man gezielt ignorieren, außer die Level-Up-Quests. Natürlich die 20er, die 60er und die 100er, wenn man sie denn schafft.
schon etwas anspruchsvoller. Am besten man sucht sich dann dabei Hilfe. Aber so weit sind wir ja noch nicht.